Herzlich willkommen bei den Chaotenpfoten. Ich bin Jana und ich bin jetzt mit Mojo unterwegs, weil wir in einem Forum noch mal eine Frage hatten. Da ging es um Leinradius, Leinenführigkeit, abseits von dem Beifußgehen oder eng bei mir gehen. Deswegen habe ich jetzt einmal Schleppleine und Mojo. Wir machen eine Beispielrunde, nur hier einmal um den Teich herum. Und dabei werde ich dann euch ganz viel erklären, versuchen zu zeigen, was ich mache, wie ich das mache. Die Morgenrunde haben wir schon hinter uns, das heißt, es wird wahrscheinlich ziemlich entspannt. Er findet hier einige Sachen, wie die Enten zum Beispiel, sehr spannend. Die bewegen sich da hinten, hat jetzt auch einen Blick. Und tschick. und hoffe, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Wie immer gilt, wenn ihr am Ende noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich alles zu beantworten. Gut, dann gehen wir einfach los, ne? Na, lauf. Das heißt, er kennt das Spiel schon, Leine ist locker, er hat 5 Meter Radius. Ich habe meistens so das Ende in der Hand, immer nehme ich auch immer noch mal wieder ein bisschen was auf. Grundsätzlich zeige ich immer gerne den Reitergriff, damit die Leine auch wirklich fest in der Hand ist. Reitergriff daher, weil das ähnlich ist, halt umgekehrt, weil das ähnlich ist, wie die Zügel in der Hand gehalten werden und das ist eine sehr sichere Variante. Und lasse ihn einfach so ein bisschen daddeln. Wenn er dann zu weit nach vorne kommt, dann gibt es langsam. Wenn er darauf nicht reagiert, bleibe ich stehen. Supi! Guter Bub! Und weiter. Langsam. Tick! Wenn er von sich aus mal langsamer wird, dann marke ich auch rein. Zurzeit sind ihm einige Schnüffelsachen viel wichtiger. Langsam. Tick, gut, da hat er gebremst. Sehr gut. Und da konnte er auch wieder was essen. Gut gemacht. Das heißt, einige Male ist es ihm wichtiger, einfach weiter zu schnüffeln, als sich den Keks abzuholen. Oder ist gerade versunken in seiner Jungspundwelt mit 9 Monaten. Tick. Das heißt, auch wenn er da vorne läuft, ein bisschen auf mein Tempo achtet, sich ein bisschen zurücknimmt, dann wird das gemarkert. Langsam. Wenn er nicht drauf achtet, dann wird er eingeschränkt. Super, gut. Feiner Junge. Ja, ist okay. Nila. Jetzt ist er ganz empört, weil es keinen Keks gab. Tick. Puppi, so ist er gut. Okay. Langsam. Mucho. Tick, gut. So ist gut. Und natürlich am Anfang, ja super, müssen die dafür ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verwenden. Mit der Zeit wird das immer selbstverständlicher. Hier weiter. Guter Junge. Ja, tick. Lauf zu. Durchfallen. Langsam. Ja, super. Komm weiter. Langsam. Guter Junge. Hier weiter. Hier weiter ist auch schon etabliert. Genauso wie nachher auch noch mal bestimmt das ein oder andere raus da kommen wird. Raus da heißt wieder zurück auf den Weg. Tick, guter Bub. Jetzt habe ich ein bisschen gemogelt. Ich bin ein bisschen flotter gegangen. Aber er hat sich eben auch noch mal ein bisschen zurückgenommen. Und das habe ich dann auch direkt gemarkert. Also auch da so dieses leichte Zurücknehmen, das kleine Zurücknehmen. Es wird eben nicht großartig für Blickkontakt gemarkert. Wobei eben auch je nach Situation markere ich auch ganz viel für den Blickkontakt. Jetzt hier, weil hier wenig los ist, eigentlich so an sich nicht mehr. Weil man sieht ja auch schon, dass er relativ viel nach mir guckt. Und eigentlich entspannt so vor sich hin daddeln soll. Langsam. Tick. Guter Bub. Auch wenn es manchmal wie Zufall aussieht, dass sie dann langsamer werden oder anhalten und schnüffeln. Oder wie, ich wollte sowieso nur dahin und da schnüffeln, lobe ich das trotzdem. Ich markere das auch. Wenn er dann keinen Keks abholen kann. Raus da. Jawohl. Guter Bub. Wenn er keinen Keks abholen kann, ist das völlig in Ordnung.
Dafür gibt es dann genügend andere Möglichkeiten, andere Situationen, wo er dann Kekse abholen kann. Langsam. Jawohl. Ja, komm weiter. Also da gibt es dann häufig, wenn er langsam, jetzt hat er da was gesehen, eine Bewegung, das ist ein Teichhuhn. Tick, gut. Da Bewegungen für ihn zurzeit sehr schwierig sind, markere ich das. Tick. Und markere jetzt auch ein bisschen mehr bei mir bleiben. Also wie gesagt, da situativ angepasst. Mucho. Langsam. Genau, Enten sind nämlich furchtbar spannend. Von Ausrasten sind wir weit weg, aber sie müssen angeguckt werden. Ich halte hier auch einfach nur fest. Tick, gut. Lass ihn schauen, abwenden wird belohnt. Schau nochmal. Tick, gut, fein. Tick. Ist okay, schau nochmal. Tick, gut. Weil ich möchte, dass er sich bewusst damit auseinandersetzt, mit den Reizen. Ich lasse mir Zeit. Ich lasse ihm Zeit, das ist ganz wichtig. Der Hund muss die Zeit haben, die er braucht. Und so haben wir uns hier auch schon mal durchgestanden, quasi gefühlt. So, raus da. Guter Junge. Langsam, Muschel. Da sind wieder Blässhühner, die ihr da kurz im Blick gehabt. Sind aber mal nicht ganz so spannend wie Enten. Mutter, raus da. Guter Junge. Und da hier natürlich häufig was sitzt, wird dann hier auch sehr intensiv nachgeschnüffelt. Raus da. Komm. Juppie, gut. Da habe ich eben das Nachgeben belohnt. Und wie ihr seht, bei mir heißt es wirklich immer auf meiner Seite der Hindernisse vorbeigehen, wenn eine Schleppleine dran ist. Oder allgemein, wenn eine Leine dran ist. Da bin ich stur, weil dieses Getüdel hinter den Leinen lang oder Laterne oder Bank oder was auch immer, ich hasse es einfach. Und das ist eine von meinen Regeln, die Hunde aber auch gut kennen, gut umsetzen und auch wenig Probleme haben. Und witzigerweise unterscheiden können, ob es was Relevantes ist oder was nachgibt. Ja, die sind ja auch nicht doof. Langsam. Guter Junge. Super, komm weiter. Tick. Mucho, mucho. Jawohl. Super gut. Also mir geht es hauptsächlich um entspanntes Miteinander. Darum, dass er auch kapiert, dass er daddeln darf. Deswegen wird auch daddeln öfter mal gemarkert. Und eben der Fokus nicht auf Blickkontakt gesetzt, nicht auf bei mir saufen gesetzt, sondern tatsächlich auch da hinten irgendwo ist völlig in Ordnung. Tick! Yes, mucho! Mucho, mucho! Krass fressen ist auch toll. Kekse kann er meistens bei mir abholen. Wenn ich jetzt ein bisschen größere dabei habe, ich bin zu kleine, dann werfe ich auch ganz gerne mal so in die andere Richtung oder sowas. Dass wenn er zu weit vorgelaufen ist, dass er das dann hinter mir abholen kann. Aber so grundsätzlich meistens ist es bei mir. Mucho, raus da! Komm mal raus da! Super, gut! Er ist auf der Suche nach frischem grünem Gras. Aber wie gesagt, das soll er auch. Er soll gerne seinen eigenen, in dem ich ihn setze, soll er gerne eigenen Interessen nachgehen. Super gut. Und hier seht ihr auch, dass er von ganz alleine auch schon, also selbst wenn ich die Leine jetzt ganz locker, ganz lang lasse, Leine war immer noch locker. Super gut, schick. Puppibärchen. Super ist gut.
selber sich korrigiert und auf der anderen Seite langläuft. Auch das lasse ich mit der Zeit immer mehr zu, dass der Hund, also dass ich im Grunde Abfrage zulasse, den Hund frage, welche Entscheidung würdest du jetzt gerade treffen, um das dann aber auch tatsächlich wieder hochwertig zu belohnen. Das heißt, eben so solche Fälle wie eben, wo er hinter dem Baum hätte langlaufen können, ich die Leine bewusst locker gelassen habe, um zu gucken, wie weit hat er das kapiert, wird dann die richtige Entscheidung auch natürlich riesig belohnt. Langsam. Tick, Puppi, gut. Super cool, lauf zu. So. Langsam. Jawohl. Hier ist auch mal noch eine spannende Ecke. Merkt man wieder an mehr Spannung im Hund. Hier pinkeln viele Hunde, weil von hier aus, also von oben auch viele Leute kommen. Und da muss man dann natürlich auch nochmal kontrollieren und Marke setzen. Mucho, wenn er bei mir laufen soll, gibt es dann nämlich tatsächlich auch ein Signal. Also das an der lockeren Leine laufen, an der lockeren Schleppleine im 5 Meter Radius habe ich grundsätzlich nicht unter Signal, weil ich auch später möchte, dass die Hunde ungefähr einen Radius von sich aus einhalten, ohne dass ich den einfordern muss. Du bist so ein Schwachkopf. Hallo. Tick. Gut. Also ich habe einmal kurz den Klönschnack mit der Nachbarin rausgeschnitten. Wir wohnen halt hier in der Gegend. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Leinradius wird bei mir nicht mit extra Signal gelegt. Auch das machen viele anders. Es gibt keinen absolut falschen, also da für mich keinen absolut falschen Weg und auch nicht den einen richtigen Weg, sondern viele Wege. Man muss immer gucken, was für sich am besten passt. Für uns passt das am besten, weil ich eben auch möchte, dass die Hunde später auch ohne Leine ihren Radius einhalten, ohne dass ich irgendwas einfordern muss, sondern wirklich einfach locker ungefähr in meiner Nähe bleiben. Das sind dann später nicht mehr 5 Meter, sondern das weitet sich schnell auch mal auf 10 Meter aus. Ja, ist langweilig, ne? Aber das ist so das, was ich für den Alltag gerne hätte und gerne haben möchte. Auf großen, übersichtlichen Flächen, dann gebe ich auch ein Freilaufsignal, dann dürfen die auch weiter weg. Aber an sich so 5 bis 10 Meter ist eigentlich so das, wo ich meine Hunde im Freilauf gerne um mich herum habe. Damit man eben auch gut und schnell reagieren kann. Wenn ich jetzt eine Strecke habe, wo ich ihn nicht so rumdaddeln lasse, wie eben hier jetzt so ein Stück, wo es Richtung Straße geht. Ja, Mucho, komm mal ran. Wird langweilig für den Bub. Tick. Dann gibt es ein Signal für bei mir gehen, das heißt ran. Mucho, kannst du gerade denken? Nee, ne? Die Frau ist noch zu spannend. Es gibt auch hier viele Tick, die dann umschnallen. Also wenn sie von langer Leine auf kurze Leine wechseln, dass sie entweder auf kurze Leine auch umschnallen. Ich habe die jetzt nicht mitgehabt. Oh, oh, hier weiter. Oder tatsächlich dann Halsband-Tick dran haben und ins Halsband umschnallen. Auch da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Tick. Verpeilt, verplant. Chaotenpfoten halt, ne? Nur das Chaotenpfoten liegt ja nicht nur an meinen Hunden. Tick. Guter Bub. Langsam. Wichtig ist mir halt eben auch, dass man konsequent ist. Das heißt, wenn man sagt, nee, da stoppt, da geht's nicht mehr weiter. Tick. Dass dann auch wirklich Ende ist. Und dass man immer wieder auch dran denkt, ran. Tick. Für locker bei mir gehen. Hier zum Beispiel ist es leicht. Tick, weil hier ist langweilig. Hier ist ein Garagenhof. Ran. Tick. Und man sieht auch, dass er da nicht den direkten Blickkontakt drin hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wechseln würde. Mucho. Fuß. Tick. Habe ich zu spät gemarkert. Aber sieht man schon, dass er da einen Unterschied macht. Fuß. Tick. Gut. Und das Ganze gibt es natürlich auf der anderen Seite. Also hier mal umschieben. Komm, Hand. Tick. Gut. Super gut. Feiner Bub. So, okay. Und ran. Mucho. Ran. Ja. Stress ich dich, ne? Super gut. So ist fein. Gut, dann sind wir auch zu Hause angekommen. Das heißt,
Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn euch auch irgendwas noch unklar ist, wenn ihr irgendwas vielleicht auch genauer beschrieben haben wollt oder den Trainingsaufbau nochmal ganz genau haben wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Stellt die Fragen in die Kommentare. Auch hier nochmal der Hinweis ganz am Schluss. Es ist halt nur ein Weg, der für uns gut funktioniert. Es ist nicht der Weg, der alleinig auf Perfektion aus ist oder eben sagt, oder das Recht auf Allgemeingültigkeit für sich beansprucht. Ist okay, lauf zu. Ja. Super. Sondern einfach nur ein Weg von vielen. Und im Grunde, jeder Trainer macht es ein bisschen anders, jeder Mensch macht es ein bisschen anders, jedes Team macht es ein bisschen anders. Und jeder muss für sich da auch den besten Weg finden. Für sich und seinen Hund. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Jahresstart, alles Gute und freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr einschaltet. Bis dann. Tschüss.